Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video auf meinem Kanal von DarthSteffen zockt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Video und heute packen wir kein Dragons aus, sondern heute ist mal Star Wars dran, wo ich hier vier Sachen liegen habe für euch, alle von einer Sorte und die werde ich jetzt einmal auspacken, euch zeigen und ja, hoffe, euch wird das Video gefallen, weil, wie gesagt, ich mache jetzt auch Star Wars Unboxing jede 2 Monate, also jetzt Juli und dann wieder im September wie Dragons und ja, wir fangen auch gleich einmal an und quatschen nicht so um den heißen Brei und ja, ich zeige euch mal den ersten. Und zwar ist das der Stormtrooper. Und zwar sind das alle Figuren aus den neuen Filmen, also 7, 8 und 9, aus der neuen Trilogie. Und mein Schatz wird sich jetzt wahrscheinlich wundern, dass ich sie mir doch jetzt schon so zeitig geholt habe, weil ich habe ja gesagt, ich will eigentlich mit denen hier noch ein Stückchen warten, aber hab's mir jetzt doch geholt, weil sie gerne wollte und weil sie mir halt auch so sehr gefallen haben. Und ja, jetzt packen wir den mal aus und schauen uns den genauer an. So, vorsichtig aufmachen, ohne die Packung so sehr zu beschädigen, weil das wäre nicht so toll. Weil ich mache Packungen auch ungern eigentlich auf oder will es ungern beschädigen, was das angeht. Und hier ist das jetzt nochmal zugeklebt. Was ist denn das hier? Das ist ja doppelt und dreifach gesichert vor Diebstahl hier, dass man es ja nicht klauen kann im Geschäft wahrscheinlich. Okay, da holen wir uns mal raus. So, okay. Okay, hier haben wir ihn. Jetzt müssen wir erstmal seine Fesseln lösen. Ich zeige ihn euch erst einmal so hier in der Packung. So sieht er aus. Ich finde, die sind sehr schön verarbeitet. Ich habe zwar schon welche gesehen, die schlechter verarbeitet waren von anderen Charakteren. Und das sieht sehr gut verarbeitet aus. Und ja. Ich habe 4 davon und 2 beziehungsweise 3 fehlen mir, aber wenn der eine generell so schlecht verarbeitet ist, wie ich den gesehen habe, das eine Mal, dann hole ich mir den wahrscheinlich eher nicht. Ach, hier das auch noch einmal. Mein Gott, das ist ja schlimm hier. Oh, hier ist auch noch mal. Oh Mann. Vergessen, stimmt, da ist es auch fest. So, hier haben wir den Stormtrooper. Kopf kann sich natürlich drehen, aber nicht so weit. Bei manchen kann man den Kopf wirklich echt weit drehen. Arme sind beweglich. Beine sind natürlich auch beweglich, was das angeht. Also, man kann sie auch sehr schön als Spielzeug nehmen. Also für Kinder ist das eigentlich das perfekte Spielzeug, wenn sie die Sammlung komplett haben davon, können sie schön damit spielen. Und ja, jetzt drückt man bei denen noch die Waffe in der Hand irgendwie. Schauen wir mal. Ob wir die irgendwie reinbekommen. Wahrscheinlich. So, das ist ein Daumen durch. Müssen wir mal gucken, wie die hier reinkommen, die Waffe. Muss ich wahrscheinlich nur auf das. Ah, okay. Jetzt liegt sie drinne. So, das muss ich ja noch ein bisschen drehen. Und jetzt hält er die Waffe in der Hand. Man kann es auch in der anderen Hand machen, auf der anderen Seite, also das ist im Prinzip egal. Die sind gleich gemacht, dass man es auch in der anderen Hand machen kann, die Waffe. Aber
Oh, ja, die Figur sieht eigentlich echt sehr gut aus, muss man sagen. Kann man echt nichts sagen. Also ich bin sehr zufrieden, dass ich sie mir geholt habe. Das Stormtrooper gefällt mir echt super. Mal schauen, wo ich mir den hinstelle oder ob ich den einfach in der Packung lasse und mit der Packung hinstelle. Das muss ich mir noch überlegen. Aber das ist schon mal richtig cool. Das muss man sagen. Leg mal den schon mal auf Seite erstmal. So, der kommt dahin. Muss ich mal schauen, ob der Platz hier auf dem Tisch ausreicht. So. Wir kommen zum nächsten. Und zwar zu Rey, unser guten Jedi. Und ja. Oh, die hat auch mein Schatzi, die gute Rey. Er hat sie auch als Spielfigur, nur bei ihr hält das Lichtschwert leider nicht so gut. Ich hoffe, bei mir sieht es besser aus. Aber da kann es passieren, dass es vielleicht mit mir tauschen möchte, weil es bei mir hält und er ja eigentlich damit spielen möchte, mit den Figuren. Und ja, da kann es natürlich sein, dass er sie gerne haben möchte von mir und mir seine gibt. Muss man halt schauen. Vielleicht mache ich das ja auch, wenn das sein muss. Das ist kein Problem. Aber bei mir stehen sie eh nur als Deko und sind keine Nutzfiguren, also zum Spielen. Und ja, da packen wir sie jetzt auch gleich mal aus, die gute Rey. So. Erstmal wieder aufbekommen. Da tut sich hier gerade wieder ein bisschen schwer. Dann mache ich erstmal ja, nee, geht nicht. Da ist es da macht man die Packung im Arsch. Und jetzt wie das hier nicht rauskommt. Ich hasse solche Verschlüsse. Nicht rausgehen. Da ist noch was verklebt da oben. Ne? Nee, da ist nichts verklebt. Also warum geht die Rott verdammt nicht auf? Hä? Was ist denn hier? Hier ist Kleber. Was ist das denn? Da war gerade irgendwie Klebeband oder irgendwas war da verklebt. Was ist das denn? Was jetzt, das hat sich hier mit dem Klebeband verklebt. Hier ist Klebeband drin, wo das Teil außen festgeklebt ist, wo es dranhängt. Damit war es verklebt gerade, deswegen ging es nicht raus. So, schauen wir es uns mal an. Aber noch so, wie sie fest ist. Die gute Welt, die ist genauso gut verarbeitet, wie die mein Schatz hat. Also. Von der Bearbeitung ist sie schon mal gleich. Und gleich wird, wenn man mehr auf die Details eingeht und mal schauen, ob sie auch so ist wie bei meinem Schatz oder vielleicht sogar besser, dass das Lichtschwert besser hält und es nicht rausrutscht. Schauen wir einfach mal. Aber jetzt befreien wir sie erstmal wieder von ihren Fesseln. So, okay. Oh. Kopf hat auch noch mal eine Schlinge. Eieiei. Sonne. Wie oft ist die festgemacht? Also man kann es auch übertreiben. Das muss ich sagen. Man kann es übertreiben. Man kann es übertreiben, was das angeht. Schalalala. So. Mein Gott. Und ja. Bei ihr natürlich auch wieder. Alles beweglich, Arme und Beine, der Kopf natürlich auch, aber hier nur noch eine Richtung. Ich weiß gar nicht, wie es bei meinem Schatz war. Ich glaube, er konnte den Kopf ein bisschen weiter bewegen, aber ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Oder ob das auch nur so ein bisschen ging. Und ja, jetzt schauen wir uns mal an, wie das Lichtschwert bei ihr hält, bei meiner, ob es vielleicht besser hält. Aber dann ist er wahrscheinlich total neidisch. Wenn das so wäre. So.
Dann drücken wir es mal ihr in der Hand. Auf jeden Fall geht es schon mal schwerer rein als bei ihm. Das ist aber schon mal ein gutes Zeichen, wenn es schwerer reingeht. So, ich schiebe es mal noch hier durch. Ups. So. So. Okay, bei mir rutscht es genauso leicht raus. Gut. Bei mir hält es leider auch nicht so gut das Lichtschwert. So sieht's aus mit Lichtschwert. Die gute Way. Also machen wir so weiter runter. Hey. Dann machen wir mal so sieht es noch besser aus. Mit Lichtschwert. Bei mir hält es genauso schlecht. Also ist das generell eine schlechte Verarbeitung. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Und ja, hier nochmal so von der Seite die gute Way. Wie gesagt, wenn das hält es auch von allen Seiten. Wie die Figur aussieht. Wie gesagt, ist eigentlich, wenn man so nimmt, sehr gut verarbeitetes Material. Wie gesagt, ist nur Plaster, aber stabiles Plaster. Also damit können Kinder, denke ich mal, bedenkenlos spielen, ohne dass was kaputt geht oder passiert. Das ist schon eigentlich relativ robustes Material, was das angeht. Und ja, das war jetzt die Way-Figur. Und jetzt habe ich noch zwei weitere für das Video. So, das war die gute Way. Und jetzt gucken wir recht weiter zur nächsten. Jetzt muss ich mal schauen hier. Jetzt muss ich gucken, wie ich das Zeug hier hinlege. Jetzt wird es langsam etwas eng auf dem Tisch. So groß ist der Tisch nämlich leider nicht. Gut, das ist der, den ich mir gekauft habe, wo ich bei meinem Schatz war. Aber ich zeige es trotzdem mal in den Unboxing, weil es einfach dazugehört zu den Figuren. Daher dachte ich mir, mache ich das gleich mal mit. Und ja, jetzt kommen wir zur dunklen Seite der Macht. Gerade mal mit der hellen Seite, mit der Way. Und jetzt kommen wir zu Darth Vader. Ach, das ist plötzlich der Geber auf den Sack. So, dunkle Seite macht eine meiner Lieblings-Sif. Und ja, den packen wir jetzt natürlich auch wieder gemeinsam aus. Und ich hoffe mal, dass das nicht wieder auch da so verklebt ist. Nein, ist es nicht. Super. Und das ist an Seiten auch nicht zu. Okay. Das ist gleich mal ganz offen. So, holen wir mal raus hier. Okay, jetzt fällt das Klebeteil sogar von alleine ab, warum auch immer. Ach, kleben wir an die Hinterseite der Packung. So, hier haben wir einmal Darth Vader. Hier geht der Kopf überhaupt nicht zu bewegen, aber Arme links und rechts und die Beine links und rechts gehen zu bewegen. Zwar etwas straffer, aber sie gehen natürlich zu bewegen. Und das ist jetzt erstmal Darth Vader ohne Lichtschwert. Aber das machen wir auch gleich einmal rein und ich werde ihn euch dann mit Lichtschwert zeigen. Hier mit Umhang. So sieht er darunter aus. Und ja, das ist dann einmal der Darth Vader. Also wie gesagt, er ist auch echt super verarbeitet und sieht sehr gut aus. Und jetzt stecken wir mal das Lichtschwert rein. Mal sehen, wie das hält. Auch nicht so gut, wenn man es bewegt. Also es ist ein schönes Spielzeug für Kinder, aber naja. Die Laserschwerter halten leider nicht so gut. Das hätten sie vielleicht etwas besser verarbeiten können, aber okay.
Eigentlich sind es ja auch mehr nur Sammelfiguren, keine Spielfiguren. Daher wird damit ja nicht gerechnet, dass damit gespielt wird. Und ja, so sieht er natürlich jetzt aus mit seinem Laserschwert. Auch sehr schön, muss man sagen. Einfach super verarbeitetes Material. Auch wenn es nicht so gut hält, es ist gut verarbeitet. Kann man echt nichts sagen, was das angeht. Und ja, ich freue mich auch jetzt diese Figuren in meiner Sammlung zu haben, weil sie sind einfach nur toll und schön und bekommen natürlich auch einen sehr schönen Platz bei mir, wo sie hinstellen werde, so Dekoration natürlich. Und ja, schauen wir einfach mal, wo sie ihren Platz bekommen werden. Und jetzt wird es echt wirklich sehr enge. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich mein Zeug jetzt hin tun soll. Achso, ich muss einfach zeigen, was es ist. Und jetzt kommen wir zur letzten Figur. Zur Lieblingsfigur von meinem Schatz, die mein Schatz natürlich auch selber auch hat in seiner Sammlung von Star Wars, nämlich den Kylo Ren. Und ja, den habe ich natürlich auch, wie die Rey auch, die er auch hat. Und ja, das wieder hat er ja auch. Also die drei Figuren haben wir zusammen, ich und mein Schatz. Aber er hatte sie natürlich eher gehabt als ich. Und ja, wie gesagt, den Darth Vader habe ich ja da gekauft. Den hatte ich ja dann auch so einigermaßen zeitgleich. Und Kylo Ren und Rey habe ich ja dann erst über Amazon bestellt für meine Unboxings. Und ja, jetzt holen wir mal auch Kylo Ren hier aus der Packung und schauen mal, wie er so aussieht und verarbeitet ist. Auf jeden Fall ist er wieder zugeklebt ordentlich. Gegen Diebstahl gesichert, was das angeht. So, dann holen wir ihn auch mal hier raus mit der ganzen Packung. So. Und so sieht Kylo Ren aus. Erstmal noch in der Packung. Und gleich werde ich ihn auch befreien von seinen Fesseln. Weil das haben die alle nicht verdient, so gefesselt zu sein in der Packung. Aber es ist ja eigentlich so gemacht, dass es rutschsicher ist und diebstahlsicher. Dass es keinen einfach aus der Packung zieht und mitnehmen kann. Und dass es jemand merkt. Und ja, dann werden wir ihn mal befreien. Er hat auf jeden Fall nichts um Hals. Wie die anderen. Oh Mann, wie ist das Laserschwert so festgemacht? Scheiß, jemand an. Man kann es übertreiben, sage ich mal so. Man kann es übertreiben mit Befestigungen. So, jetzt zeige ich euch ihn erstmal so ohne Laserschwert wie bei den anderen beiden auch. Arme natürlich auch wieder beweglich. Sein Kopf kann man einmal komplett rumdrehen, 360 Grad. Also der Kopf ist der beweglichste von allen anderen Figuren. Beine gehen natürlich auch so bewegen. Und ja, jetzt werden wir ihm mal sein Lichtschwert verpassen und schauen mal, wie es aussieht. So, dann tun wir es mal halt. Ich glaube, das gehört in diese Hand. Ja gut, ich habe sie jetzt gerade nicht richtig drin, aber egal. Das müsste ich doch mal richtig reinmachen noch. Das halte ich mal zu schräg. Weil es sieht dann besser aus. So sieht er aus mit seinem Laserschwert. Auch richtig geil. Er hat auch richtig geiles Laserschwert, weil ich finde hier die Seiten richtig geil, weil damit kann man richtig gut abblocken, wenn man kämpft. Also das hat so seine Vorteile. So, jetzt noch mal von der Seite mache ich mal so, dass man das Laserschwert besser sieht. Einmal von hinten
andere Seite. Einmal nochmal so in liegend. Und dann noch einmal von vorne. Also er ist natürlich auch wieder sehr gut verarbeitet, muss ich sagen. Kann man echt nichts sagen. Echt gute Verarbeitung, was das angeht. Und ja, jetzt zum Schluss, weil ich euch jetzt alle vier gezeigt habe, die ich habe, zeige ich euch doch mal alle, die ich habe. Nacheinander weg. Das war Kylo. Das ist unser guter alter Darth Vader. Auch sehr schön, ihn in meiner Sammlung zu haben von Star Wars und von den Figuren, weil das echt gute Figuren sind. Der Stormtrooper, da fehlt mir noch der rote. Aber den roten möchte mir mein Schatz irgendwann mal als Monatsgeschenk schenken, als Überraschung. Also ich weiß nicht, wann ich ihn noch dieses Jahr bekomme. Auf jeden Fall an einem meiner Monatstage irgendwann mal. Und da werde ich natürlich euch dann auch auspacken und zeigen. Als Nachtrag. Und hier haben wir nochmal die gute alte Rey. Na gut, junge Rey eigentlich. Ist ja also die jüngste aus dem Bunde, wenn man es so nimmt. Und ja, das waren jetzt nochmal alle. Aber es fehlen mir auch noch Yoda und der Pau. Cameron fehlt mir. Die muss ich auch mal versuchen, noch irgendwie zu bekommen. Ich hoffe, ich bekomme den Poe Cameron als gute verarbeitete, weil die ich im Laden gesehen habe, war nicht wirklich so ja, schön verarbeitet. Die hat mir und meinem Schatz nicht gefallen. Und ja, gut. Das war's aber jetzt schon wieder von diesem Video. Das waren meine vier Star Wars Figuren, die ich für euch auspacken wollte und euch zeigen wollte in diesem Video. Und ja, dann bis zum nächsten Star Wars Unboxing Video in 2 Monaten. Also im September dann. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Schaut auch gerne bei meinen anderen Projekten auf YouTube vorbei, wenn ihr das mögt. Lasst mir gerne ein Like oder Abo da. Und ja. Ihr könnt auch gerne kommentieren, wie euch das Video gefallen hat, natürlich. Das ist auch mit so das Wichtigste. Und ja, dann bis zum nächsten Unboxing wieder mit und von eurem Darth Steffen Zockt. Möge die Macht mit euch sein, meine jungen Padawane, Zuschauer, Abonnenten und Fans. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V. Euer Darth Steffen Zockt.